Hey Leute, willkommen zurück zu Titan Quest. Ich habe mich kurz hier nur teleportieren lassen. Ihr habt nichts verpasst oder so, nicht so wie das letzte Mal. Mich wundert, warum ist der schon wieder hier drin? Oder wie kam er jetzt auf einmal hier rein? Ich habe einfach den Teleporter benutzt, den ich vorher aufgebaut habe hier. Zu meinen Gunsten. Ach, geil. Tut auch gar nicht weh, die Falle hier anscheinend. Macht nur ein bisschen Durchdringungsschaden. Ah, Durchdringungsschaden. Das verstehe ich. Man kann ja Widerstand gegen Durchdringungsschaden bekommen. Okay, hier ist noch ein kraftvoller Gesundheitstrank. Also, edler gibt es ja auch noch, haben wir ja festgestellt. Ich frage mich, wie hoch das gehen kann. Ob es noch mehr Stufen gibt. Ich frage mich wirklich. Ich meine, wir wissen erst im zweiten, ersten Akt noch. Vom zweiten Schwierigkeitsgrad. Möglich ist es. So, noch ein Knochenhaufen. Ja, klar. Den treffe ich nicht. Ah, die Falle habe ich getroffen. Und kraftvoller. Dann gehen wir mal nach unten. Das wäre zumindest unser Ziel. Wir laufen ja auch. Ist ja auch Richtung Hauptquest hier alles. Nochmal ein Schrein. Nochmal zwei Tränke. Juhu, drei Tränke. Wir werden jetzt zugeschissen mit Tränken. Ja, ab 50 Tränken höre ich dann auf. Ist aber erstmal eine Falle drin. Ach, hier sind nochmal drei Schreine. Wow. Wenn ich hinbekomme, kann ich eine Falle aktivieren und die andere damit infizieren. Okay, da war wirklich eine Falle drin. Hey, du sollst auch das hier durchforsten. Edler Energiekrank. Krank. Trank, natürlich. Unten lästiger überzogener Brustpanzer. Ah, ich hoffe, der ist nicht zu lästig. War man? Giftwiderstand. Giftvergeltung. Schon wieder sowas. Schon wieder minus Gesundheitsregeneration pro Sekunde. Was soll der Schwachsinn? Echt mal. Ich brauche mir dann auch nicht sowas holen. Vergeltung auch nicht tolle. Gerade bei Untoten. Wenn ich jetzt einen hyper krassen Verteidigungswert hätte. 132, das ist nicht mal wirklich so viel mehr als das, was wir momentan haben. Aber nein, hat es ja nicht, so über krassen Verteidigungswert. Gab es hier nicht auch irgendwie so viele Ratten hier auf der zweiten Ebene? Aber wisst ihr was, ich lasse jetzt die Schreine. Obwohl, über die Schreine geben mir trotzdem gute Sachen. Ich überlege einfach, die Schreine Schreine sein zu lassen. Einfach ohne Schrein weiter zu marschieren. Jeden verfluchten Schrein aufzusammeln. Okay, Falle. Nix. Okay, auf den kam auch nichts raus. Die machen mal die Bogenschützen ein bisschen Schaden. Und die Skelette machen die Bogenschützen überhaupt keinen Schaden. Jetzt kann ich hier wieder alles anklicken und ganzen Zeug bekommen. Zu viele Gesundheitstränke verflucht. Ich nehme jetzt keine Gesundheitstränke mehr. Das ist mir zu gesundheitlich. Ich stopfe mir alles voll. Ich krieg schon mit hier. Mit Haar hat schon wieder Probleme. Okay, es liegt weniger an den Gesundheitstränken als mehr an dieses Zeug, was alles gedroppt wird. Teilweise übertrieben. Ach, der Schrein, ich dachte, der wäre offen. Schade. Muss echt noch ein Kampf im rauskommen. Noch mehr Truhen. Also, dieses Spiel überschmeißt einen förmlich mit Truhen, nur nicht mit wertvollen Gegenständen. Also da muss man wirklich lange suchen. Wie gesagt, wie ich die Sachen hier teilweise noch... ich glaube, den Helm trage ich zum Beispiel seit dem dritten Akt von dem Hauptschwierigkeitsgrad. Die Brustrüstung, okay, die habe ich wie gesagt getauscht, aber alles andere... Also den Helm trage ich seitdem immer noch. Weil einfach zu gut ist. Ring des Frostes. Sag mir, der gibt bestimmt Frostwiderstand. Ring des Kälteschaden und Kälte.
und nochmal Kälteschaden prozentual. Nicht mal dolle. Dafür, dass es grün ist, eigentlich großer Schwachsinn gewesen. Okay, keine gelben Sachen. Zwar ein paar Sachen rausgekommen, aber nichts Gelbes. Das passiert, wenn man sich durch die X-Taste gedrückt hält. Ich glaube auch in den Kommentaren mal stand. Okay. Dadurch sehe ich ja die Teiltränke und Gold und alles, was gelb ist. Gibt es halt alles ab weiß und alle Gegenstände, also auch die grauen, sonst nicht angezeigt werden würden. Hey, dass ich noch so viel tragen kann und der noch nicht rummeckert, du kannst nicht mehr tragen. Ich habe ja gerade eben im letzten Part zum Ende nochmal, da habe ich ja nochmal die ganzen Sachen verkauft, weil ich mir dachte, ja, wüsste ja gleich wieder was, oder hast einfach schon zu viel im Inventar. Und jetzt ist mein Inventar schon wieder fast voll. Oh, ich habe zwei Teiltränke benutzt, dann kann ich ja wieder welche nehmen. Also mehr als 50 will ich nicht haben, aber und haben wir noch um unter 50. Ja, da oben lag noch einer, aber den will ich jetzt nicht aufsammeln. Dafür ist es mir doch zu blöd. Wow. Noch so einer, der schnell gefallen ist. Ich weiß nicht, das ist so viel Kram, das ist so viel Geld. Ich habe 20 Millionen gesagt. Ich habe schon wieder über 500.000 allein durch die Goldsammeln bekommen. Nicht durch das Waffenverkaufen. Oder? Na ja, obwohl, kann auch durch Waffenverkaufen sein. Stimmt, das ist ein bisschen viel, wenn ich... müsste ich fast 500 Gold... Sachen aufgesammelt haben. Obwohl, manchmal fühle ich mich wirklich so... Also so ein Durchschnitt rechne ich so mit 1000 Gold pro Drop. Eigentlich könnte man fast sagen 2000, aber... sieht man ja 1200... Mal gibt es auch weniger. Oh. Wolltest du den Trank nicht aufsammeln? Fleißiger Typ. 50 reichen nämlich. Okay, auf zur dritten Ebene. In der Katakombe. Und. Da geht es noch weiter runter. Jetzt habe ich doch noch einen kraftvollen Energietrank genommen. Ja, komm hier, zack. Damit haben wir es wieder ausgeglichen. Und noch ein paar Gorgonen. Komm, mach mal die Feuerbrunst. Ja. Ich brenne! Arsch! Was fällt dir ein? Noch mehr Gesundheitstränke. Haben noch wieder genug. Ich werde hier auch voll bombardiert mit Gesundheitstränken, weil hier überall Schreine sind. Boah. Bisschen Schaden abbekommen. Und episches Maschinenteil. Ach stimmt, Maschinenteile gab es ja auch noch. Ganz vergessen. Monströser Klingenkolben des Donners. Klingt nach Elektroschaden. Gucken, ob ich uns aufsammeln kann. Blitzschaden, Bonus und Blitzschaden. Ich glaube, der ist so langsam. Der wird nicht besser sein als... Wow, jetzt hat mich gerade Adrenalin verstärkt. Die Idioten. Ich wollte gerade einen Stärkevergleich machen. Ja, das ist Schwachsinn. So, noch mehr Gold. Oh Mann. Den Dein Gepäck ist noch mehr voll. Kannst du nicht tragen. Ja, ja, war mir klar. Noch mehr geht nicht. Lass es sein. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ich habe was Saugendes mit Verzehr bekommen. Das will ich unbedingt haben. Das kann nur gut sein. So. Wäre ein Schwert, soweit ich gesehen habe. Lebensentzug, Energieentzug, Lebensschaden, Angriffsschaden in Leben gewandelt. Ja, wenn er nicht irgendwie
was 150 Schaden weniger machen würde pro Sekunde. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, ja, ist okay. Gut, wir sehen uns gleich wieder hier. Ich werde verkaufen und sehen wir uns da. Also hier in der Gegend. Bis gleich. So, da bin ich wieder bei der Titan Quest. Wir laufen hier weiter rum. Die brauche ich euch gar nicht begrüßen. Das ist ja derselbe Part immer noch. Ich bin halt nur verkaufen gewesen. Ich mir dachte, genau, dass ich mir die Sachen hier unbedingt mitnehmen muss, die da oben sind, weil ich ja eh nicht genug Geld habe. Jetzt machen wir es langsam wirklich so, dass ich nur grüne Sachen oder blaue Sachen oder lila Sachen mitnehme. Ist ja eigentlich auch eine ganze Menge schon. Brauche ich nur Magic Find oder sowas, wenn es hier gibt. Ich weiß nicht, ob es bei dem Spiel sowas wie erhöhte magische Sachen finden existieren. Können mir ja ein paar Experten hier in den Kommentaren gerne schreiben, die es wissen. Denn, nein, boah, der wollte schon wieder die Rüstung aufsammeln. Denn, ich meine mal, dann wird es wirklich nicht so viel sehen, wenn wir nicht mehr, wenn wir keine blauen Sachen mehr tragen, mitnehmen. Okay, Schrein. Noch ein Schrein. Und noch ein Schrein. Knisternder Sparta. Ist okay. Und nochmal knisternder Himmelsstab. Die Namen, die haben schon echt Diablo 2 Niveau. Ich weiß noch, das Geile war, als ich Titan Quest damals let's played habe, habe ich gesagt, ja, habe ich viel mit Titan Quest. Viel mit Diablo 2 verglichen. Oder was heißt verglichen? Ich habe Parallelen dazu gesagt, falls Leute dieses Spiel Titan Quest nicht kennen, dass die Ähnlichkeiten zu Diablo 2 und so und was alles. Und was besser und was schlechter bei den jeweiligen Spielen ist. Interessant fand ich, da gab es wirklich ein paar, die gesagt haben, Diablo 2 können sie nichts mehr anfangen. Och, jetzt haben sie mich irgendwie verflucht oder so. Bin ich jetzt zu langsam? Das habe ich nicht verstanden jetzt, warum ich so langsam war. Lanze des Chaos. Das gefällt mir. Wieder eine grüne Waffe. Vielleicht lag es an der Lanze des Chaos, dass ich so verlangsamt wurde. Möglich ist alles. Wir haben ja schließlich auch dann die Verzauberung auf den Waffen drauf. Gibt es noch festgesetzte Attribute dazu? Aber hier sind wenigstens, soweit ich sehe, keine Schreine mehr, oder? Ist alle kaputt. Verdammt. Doch nicht. Wir machen mal kurz mal die Platz hier. Noch ein Schrein. Nichts Wichtiges. Ah, hier nochmal. Oh, da haben wir eine Qualitätstruhe. Ist das richtig? Eine königliche Truhe. Ich glaube, da gibt es sogar noch eine kaiserliche Truhe, aber königliche Truhe ist auch gut. Sorgenmacher, was Blaues. Ich frage mich, ob es eine Waffe ist oder ob es ein Waffebärer blöd. Der Sorgenmacher ist eine Waffe. Wahrscheinlichkeit für Giftschaden pro Sekunde, Abnahme der Lebenskraft pro Sekunde, reduzierende Rüstung plus Stärke plus Leben plus Angriffsqualität plus Geschwindigkeit. Aber weniger als das, was ich habe, wa? Viel weniger. Viel, viel weniger. Sogar weniger als das Ding hier. Hätte ich nicht gedacht. 341? 264? Hier kommt maximal kurz in die Truhe mit rein, aber eigentlich würde ich den verkaufen sogar. Ja. Bringt mir ja nichts. Obwohl ich eigentlich auch blaue Sachen von anderen Leuten gespart habe. Lila, ne, können wir ruhig behalten, aber blaue. Da war ich jetzt enttäuscht ein bisschen. Also, wir können jetzt hier lang gehen, denn die andere Richtung der Wand war hier gekommen. Und auf zu Level 5. Oh Gott, ob da der Telkine durchgegangen ist. Wir werden sehen. Lasst mich in Ruhe. Let my people go. Mentos Halskette. Kleine Knochenhäufchen. Gesundheitstrank.
Wir haben lange nicht mehr die Standarte. Wow, haha. Das muss ja sein. Achtung, Falle, genau. Aber hier ist so gut wie gar nichts. Ein geschmeidiger Großhelm bekommen wir noch. Wer auf diese verfluchten Namen gekommen ist. Schmiegsamer Großhelm der großen Lanze oder sowas. Der Lanzighaftigkeit. Schmieghaft, ja genau. Hey, du! Und, boom. Boah, war das nicht irgendwie eine Sekunde? Hey, jetzt machst du mir doch ein bisschen Schaden. Okay, kleinen Moment. Das kriegen wir ganz schnell hin, und zwar, wenn wir das machen. Boah, hör auf, mich zu verlangsamen. Warum verlangsamt er mich? Oder wer oder was verlangsamt mich die ganze Zeit? Ich kann nicht treffen. So. Bin mal auf dem gleichen Niveau hier. Okay. Hey du. Schubst dich mal weg. Welche großen Wünsche. Geheimnisvoller Krieger. Durch die Rettung meines Lebens hast du mehr erreicht, als du weißt. Ich leite den Orden des Prometheus in Athen. Wir sind ein alter Orden, dessen Aufgabe es ist, das Reich der Menschen zu wahren. Was du gehört hast, ist wahr. Die Kraft hinter diesen Monstern ist ein mächtiges Wesen, ein niederer Titan, bekannt als ein Telkine. Die Titanen sind ein altes Göttervolk, viel älter als Zeus und seine Gefährten. Sie besaßen einst die absolute Macht. Alle Lebewesen folgten ihrer Herrschaft. Aber dann schufen die Götter die Menschen und segneten uns mit Intelligenz. Wir trotzten den Titanen bei vielen Gelegenheiten und sie beschlossen, uns zu vernichten. Die Götter hielten dagegen, da sie nicht wollten, dass ihre größte Schöpfung vernichtet wird. Ein großer Krieg brach aus. Obwohl es nach einem Sieg der Titanen aussah, unterstützten ein paar kühne Krieger und Helden die Götter. Sie verbanden die Titanen in ein niederes Reich. Wir glaubten, dass alle Telkine mit ihnen verbannt wurden. Anscheinend lagen wir falsch. Der Telkine ist nun auf dem Weg nach Knossos auf der Insel Kreta. Wir fürchten, dass er die Zerstörung eines heiligen Artefaktes plant, welches wir seit Jahrhunderten bewachen. Über dieses Artefakt halten wir Kontakt zum göttlichen Reich. Wenn es zerstört wird, müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Du musst ihn aufhalten. Gehe zum Hafen hier in Athen. Dort findest du einen Boten unseres Ordens, der eine Überfahrt nach Kreta für dich organisiert. Beeil dich. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Yeah! Jetzt kommt der Inzens. Ja. Wir haben ihn nicht mal eines Blickes gewürdigt. Wir sind einfach so cool. Haube der Bestrafung. Hilfe! Welchen Namen? Ich habe schon wieder irgendwas aufgesammelt, was nicht sein sollte. Was ist denn hier? Irgendwas war doch wieder weiß. Komm, zeig's mir. Weißer Ring kann es nicht sein. Ja, ist okay. Werde ich eh verkaufen. Eine königliche Truhe. Und? Ist okay. Gib mir nichts Ordentliches. Ich hab's nicht verdient. Denn. Noch mehr kannst du nicht tragen. Genau. Noch mehr kannst du nicht halten. Ach, jetzt kann ich auch nichts halten. Ah, Spukkäfig. Aber noch eine Qualitätstruhe. Gut, dann ab nochmal eine kurze Reise nach Athen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.